Hallöchen, liebe Bücherfreunde. Ja, der Oktober ist rum. Ich war ganz erstaunt, als die ersten, ja, Monatsrückblicke jetzt wieder aufgetaucht sind auf YouTube und dachte, Mensch, wie die Zeit vergeht. Und auch ich möchte euch meine gelesenen und gekauften Bücher vom Oktober zeigen. Ich muss sagen, ich habe mich bei den gekauften oder erhaltenen Büchern wirklich an meinen Vorsatz gehalten. Ich habe kein Buch gekauft. Ich habe 5 Bücher erhalten und ich habe für keines bezahlt. Ich muss sagen, das ist wirklich klasse. Das ist, glaube ich, Rekord der letzten Monate. Ich habe mich wirklich zurückgehalten. Nichts bei Welbit, nichts bei Amazon. Ich bin um jeden Thalia einen Bogen gelaufen, überall Remittenten. Oh Gott, andere Richtung eingeschlagen. Ja, ich muss sagen, es war hart, aber ich habe es geschafft. Ich fange an mit den Büchern, die ich bekommen habe und noch nicht gelesen habe in diesem Monat. Und da möchte ich anfangen mit einem ertauschten Buch, das allerdings ja eigentlich schon noch Ende September ertauscht wurde und erst jetzt dann im Oktober gekommen ist. Und zwar ist das von Nicolas Barrot, Die Frau meines Lebens. Das Lächeln der Frauen habe ich ja schon, ich glaube, im Sommer irgendwann gelesen und dachte mir, ja, das sieht doch recht gut aus. Ist zwar irgendwie ein bisschen dünn, ich hätte es ein bisschen dicker erwartet. Ist in sehr gutem Zustand. Und ja, das ist hier wieder eine Pariser Liebesgeschichte von einem Autor, den es wahrscheinlich so gar nicht gibt. Und ich bin sehr gespannt auf die Liebesgeschichte. Mir hat ja das Lächeln der Frauen sehr gut gefallen. Ich habe das ja auch, glaube schon 2 oder 3 Mal weiter verschenkt. Und gucken wir mal, ob das auch ein Grund ist zum Verschenken. Dann habe ich erhalten vom Löwe Verlag den zweiten Band der Firelight Edition, Flammen Edition, der Firelight-Reihe natürlich, Entschuldigung, Flammende Träne. Ein wunderschönes Cover, wie ich finde, erscheint, ich denke, jetzt dann auch im November. Und das kam. Ich habe vom Löwe Verlag letztes Jahr schon den ersten Band zur Verfügung gestellt bekommen. Hat einfach so interessant geklungen. Hatte ich angefragt. Und der liebe Kontakt beim Löwe Verlag war auch so lieb, mir jetzt den zweiten Band zuzusenden. Hier geht es ja um ja, Drachen, Menschen, die sich im Grunde ja so und so verwandeln können. Und so ein bisschen um verfeindete Drachenclans und Drachen und Menschen, die nicht so im Einklang sind. Und ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Mir hat der erste letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Und da folgt auf jeden Fall eine Rezension, wenn ich es gelesen habe. Hier ist zum Beispiel auch noch das Anschreiben, das Anschreiben mit dabei. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wann er erscheint. Ja, im November. Deswegen dann auch jetzt dann im Grunde Ende Oktober bei mir angekommen. Auch angekommen ist, ich glaube aber schon Mitte Oktober, von Maggie Stiefvater der neue Roman Rot wie das Meer vom Skript 5 Verlag. Nachdem mir ja die Nach dem Sommerreihe so gut gefallen hat, war ich so frei, den lieben Kontakt beim Skript 5 Verlag mal anzuschreiben, was denn, ob es möglich wäre, mir das zuzusenden. Ich bin ja jemand, ich weiß, es gibt da immer so ein bisschen Debatte auf YouTube über das Zusenden von Büchern oder Produkten. Und ich muss sagen, ich lasse mir auch nur das zuschicken, was ich gerne selbst lesen oder testen möchte. Es ist auch bei Büchern so, dass es eher so ist, dass ich dann den Kontakt aufsuche und da eben einfach 2, 3 Leute bei verschiedenen Verlagen habe, wo ich immer mal lieb frage. Es auch nicht übertreibe, weil ich sage, das muss auch gar nicht sein. Aber es kam jetzt eben auch zum zweiten Teil der Firelight-Anfrage, die Anfrage an mich, ob ich das gerne lesen würde. Und das sage ich natürlich nicht nein. Ich habe aber auch schon zu manchem Autor oder zu manchem Buch, das man mir ja zusenden wollte, nein gesagt, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und dann, wenn ich es nicht lesen möchte, es dann nur zu lesen, weil es umsonst ist, weiß ich nicht, ist nicht so ganz mein Fall. Und auf dieses Buch freue ich mich. Erscheint jetzt oder erschien, ich denke jetzt auch im November, Anfang November. Und ich bin hier sehr, sehr gespannt. Es ist mal wieder etwas anders von der Geschichte wie Nach der Sommer. Es sieht optisch wieder sehr schön aus. Ich finde die Skript 5 Bücher immer wunderschön von der Optik. Und ich bin sehr gespannt, auch hier auf dem Cover nach dem ist das gleiche nochmal drauf.
Ich finde, es klingt wunderbar und auch was hinten so ein bisschen draufsteht, anders als alles, was Sie je gelesen haben, die New York Times, meisterhaft, es gibt nichts Vergleichbares, Kirkus, eine unwiderstehliche Lektüre, Publisher Weekly und ich bin da wirklich sehr gespannt, es klingt sehr interessant und ja, ich bin sehr neugierig, kommt jetzt auf jeden Fall im November. Das sind die drei Bücher, die ich bekommen habe und nicht gelesen habe. Jetzt kommen wir zu zwei Büchern, die ich bekommen habe und gelesen habe. Angefangen, das war auch die Ausnahme, die ich mir für den Oktober gesetzt habe und gesagt habe, ich möchte nichts kaufen, außer die Weltbild Sammler Edition, Bücher von Verlagen bzw. Vorbestellungen, die jetzt im Oktober aber keine waren. Und darunter war eben das erste Buch der Sammler Edition von Weltbild, Drei Wünsche hast du frei, die habe ich bereits vorgestellt. Hier geht es um Viola und einen Gin, in den sie ja, sich so ein bisschen verguckt. Ich fand die Geschichte sehr, sehr schön. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Mir hat die sehr gut gefallen. Es war einfach mal was anders. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den zweiten Band dieser Weltbild-Reihe, weil optisch ist das wirklich ein Hingucker im Regal. Ja, ich denke, der müsste jetzt auch dann in den nächsten Tagen auf jeden Fall ankommen. Kommt ja alle 4 Wochen. Und ja, das war eigentlich der einzige Roman, den ich auch bezahlt habe. Das einzige Buch, es hat ja, glaube ich, 3 € gekostet als Start. Die nächsten kosten dann 12 und ich teile mir die ja zusammen mit meiner Schwester und ich bin da wirklich sehr gespannt auf diese Fantasy-Reihe. Dann habe ich auch ein Buch gewonnen. Ein paar, die mich auf Facebook verfolgt haben, haben es gesehen. Das war, wie ich so relativ krank war, habe ich den Roman 100 Namen von Cecilia Ahern gewonnen bei der Aktion mit diesen, ja ich nenne es jetzt mal kurzen Werbespots, habe ich eine Mail bekommen, dass ich sowohl im großen Video dabei sein werde, wie eben auch ein Exemplar gewonnen habe und es kam dann auch an, ich denke jetzt vor 2 Wochen und ich habe es dann in meiner etwas kränklichen Zeit auch gelesen, habe auch schon ein Video hochgeladen, es war ein sehr bezaubernder, wunderschöner Roman. Und ja, es war wieder typisch Cecilia Ahern. Zu oft, denke ich, erträgt man es dann nicht. Es ist dann doch manchmal sehr schnulzig und manchmal auch zu viel des Guten. Aber so 1-2 Mal im Jahr finde ich das wunderschön. Und ich fand die Geschichte einfach so passend zu dem Wetter. Und ja, mir ist das auch sehr nahe gegangen mit den einzelnen Geschichten. Es war zwar manchmal verwirrend, weil es zu viele Menschen waren, aber es war sehr, sehr schön. Und ja, auch optisch diesmal dunkelblau. Normal ist ja Cecilia Ahern, wie man sieht, hier eher hellblau bestückt. Aber naja, was will man tun? So, das waren jetzt 2 von 5 Büchern, die ich geschafft habe im Monat. Ich muss sagen, es war von der Anzahl leider ein bisschen weniger als die letzten Monate. Ich habe ja im August meine 10 Bücher geschafft. Ich hatte im September 8 Bücher. Also okay, der August, der zählt ja nicht, weil da hatte ich Urlaub. Ich weiß gar nicht, und vorher, ja. Ich muss sagen, er war ein bisschen mau. Ich kann euch gar nicht so genau sagen, woran es lag. Also zum einen, doch, war ich wirklich über eine Woche relativ krank und konnte mich kaum auf Bücher konzentrieren. Bin dann zwar auch noch 3 Tage davon arbeiten gegangen, war aber dann wirklich 2 Tage dann niedergelegt, wo ich auch gar keine Stimme, nichts hatte. Und muss sagen, ich hatte da einfach gar keinen Nerv, ein Buch aufzuschlagen, was zu lesen. Ich war so faul und müde und quengelig und habe dann lieber DVD geguckt oder Sky angeschaut, irgendwas im Fernsehen. Saß auch ein bisschen vor YouTube, aber ja, ich muss sagen, da sind mir hätte ich bestimmt vielleicht noch 2 Bücher mehr geschafft. Zum einen habe ich dennoch 1806 Seiten geschafft, wo ich sage, es ist fast so viel wie im Vormonat, da waren es 2100 mit 8 Büchern. Und mit 5 Büchern 1800, was einfach an dem nächsten Buch zum Beispiel liegt, an Dancing Jacks, der ja fast 550 Seiten allein hatte und der mich sehr, sehr aufgehalten hat. Es war ja sehr zäh, ich habe auch ein Video dazu gemacht, es war gar nicht mein Buch. Ich habe es trotzdem zu Ende gelesen, es war sehr zäh, ich habe es nicht gerne in die Hand genommen und habe mich da so durchgequält. Das war so Anfang Oktober und ach, es war einfach ein bisschen nervig und ja, es wird irgendwie, ich überlege, ob ich es verlose, ob sich jemand hier vielleicht drüber freuen würde, wenn er es lesen kann, oder ob ich es vertausche, dann müssen wir mal gucken. Wenn ihr Interesse an dem Buch habt, meldet euch einfach, dann mache ich vielleicht eine kleine Verlosung draus und ja, schauen wir mal.
ich konnte es nicht empfehlen, ich kann es auch nach wie vor nicht empfehlen. Es bleibt jetzt erstmal im Regal stehen und da denke ich, steht es auch erstmal gut. Also das hat mich bestimmt ein bisschen mehr Zeit gekostet. Hätte ich es einfach abgebrochen und hätte was anderes gelesen, hätte ich mehr davon gehabt. Dann habe ich gelesen Operation Glückskeks, das Schrägste aus meinem Leben von Jörg Pian. Das ist ja jemand, der eine Kolumne in der Zeitschrift Myself hat, die ich immer mal lese und mir die Kolumne sehr gut gefällt und auch das Cover einfach so putzig fand. Das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwann ertauscht, vermute ich, ja. Ich glaube, ich war mal irgendwann ertauscht und das habe ich jetzt mal immer so zwischendrin mitgelesen, hatte ich am Nachttisch liegen. Finde ich immer schön, dadurch, dass halt so Kolumnen doch relativ kurz sind, konnte man immer mal so zwei noch so lesen, so wenn man gerade einfach mal 10 Minuten hatte. Hat mir sehr gut gefallen, war sehr unterhaltsam und allein hinten, das Leben ist besser als sein Ruf. Ich finde es einfach klasse, der Mann hat einfach Humor und er trifft es manchmal so, dass es einem fast Angst macht. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich gelesen, allerdings habe ich das Buch jetzt meiner Schwester schon zurückgegeben und zwar Ausgelöscht. Von Cody McFadden, ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht, und habe dazu auch ein Video gedreht. Das Buch hatte sich meine Schwester besorgt, sie hat es sozusagen gekauft, als ich krank war und als ich es liegen sah, dachte ich, ein Thriller, und habe es dann so einfach mal da weggelesen. War ein sehr spannendes Buch, ein sehr toller und packender Thriller, der mich wirklich gefesselt hat, ein bisschen geängstigt hat und wirklich so das Grauen in einem wiederbelebt hat. Und es war schon hart. Ich denke aber, es war wieder mal ganz schön. Ich bin ja so ein bisschen ein Thriller-Fan. Nicht jeden Tag, nicht jedes Buch, aber mal so zwischendurch so richtig schön Knaller. dass man weiß, es ist auch noch eine andere Welt da draußen, als was Cecilia Hearn zum Beispiel schreibt. Nein, es hat mir sehr gut gefallen. Es hat mich echt gefesselt. Und dank euren Kommentaren, denke ich, werde ich mir auf jeden Fall die anderen Bücher zu dieser Reihe auch vorher mal ein bisschen mitkaufen. So Taschenbücher, wenn sie um die 10 Euro kosten, da kann man ja dann mal zuschlagen. Und das waren also meine 5 Bücher, die ich gelesen habe. Davon waren im Grunde auch 2, die ich in diesem Monat erhalten habe. 3, die ich erhalten habe und noch nicht gelesen habe, aber jetzt im November auf jeden Fall tun werde. Ich freue mich wirklich auf die Bücher, die ich von den Verlagen zugeschickt habe, bekommen habe. Einmal Rot wie das Meer und auf Firelight 2. Ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Und heute ist der 2. November, bei uns ist Sonnenschein. Ich habe Urlaub, das freut mich ganz besonders. Vor allem, weil es jetzt auch einfach gesundheitlich wieder in Aufwärts geht. Noch so ein bisschen Schnupfen und immer mal noch ein bisschen Husten. Aber es zieht sich irgendwie sehr hartnäckig, finde ich diesmal. Ich weiß gar nicht, warum. Aber bei diesem schönen Wetter, da muss man es nutzen. Ich werde mich dann in eine Jacke und in eine Decke packen und vielleicht einfach mal eine halbe Stunde auf den Balkon gehen und das einfach mal so ein bisschen noch genießen, bevor dann der Schnee kommt. Und das war mein Lesemonat Oktober. Nicht ganz so ergiebig wie die Monate vorher, aber ja, man kann nicht in jedem Monat 10 Bücher schaffen. Ich fand es ganz toll, dass ich es geschafft habe, wirklich eigentlich dem Kaufzwang zu widerstehen. Und muss aber gestehen, dass ich gestern dann schon bei Amazon bestellt habe und bei Weltbild. Wobei bei Weltbild habe ich nur ein Buch vorbestellt, was glaube ich dann im November oder Dezember herauskommt. Amazon habe ich ganz schön zugegriffen. Naja, aber der Vorsatz im Oktober wurde eingehalten. Ich fand das auch ganz toll. Ich fand es sehr schwer, und aber gut. man hat halt immer so das Gefühl, ja, das würde ich jetzt auch gern lesen. Und ja, jetzt im November gibt es aber so ein paar Bücher, die rauskommen, die ich unbedingt will. Und die habe ich dann auch gleich mit vorbestellt. Und dazu auch noch das eine oder andere, was schon länger auf der Wunschliste ist. Der Sub wird somit ein bisschen größer, aber die Wunschliste kleiner. Und ich meine, das muss ja auch mal sein. So, das war es von mir aus dem Monat Oktober. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt starten wir in den November. Und wir gucken, wie das Wetter wird, wie die Bücher werden, und sehen uns dann spätestens zum nächsten Monatsrückblick. Ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.